Leute, wenn wir Faktore spielen, muss ich einmal um eure Prime-Subs bitten. Damit der Sabaton hier nicht aufhört heute Abend. Sonst höre ich, in 2 Stunden sonst einfach auf. Hier kurz meine. Achso. So, Romaster, dann bring mir direkt mal Klippensprengstoff des Todes. Romaster? Hörst du mich? Haben wir Stromprobleme? Jetzt müssen die Roboter kommen, alle Bäume abbauen und alles was hinbauen, was wir haben. Stimmt's? Ist ja geil. Warte. Egal. Wir wollen mal gucken. Was ist das für ein Game? Wir sind auf Planeten abgestürzt und müssen uns Raketen bauen, um hier abzuhauen. Um die Raketen zu bauen. Müssen wir erst Erze abbauen, daraus machen wir Platten, Schrauben, Stangen, Zahnräder und all so ein Bums. Dieses Herstellen, wenn wir Schmelzen bauen und Erzförderer und so ein Scheiß, sorgt das für Umweltverschmutzung. Diese Umweltverschmutzung wird hier rot angezeigt. Je mehr Umweltverschmutzung haben, desto mehr Aliens lockt das an und desto stärker werden diese auch. Wir sehen hier schon bei Romatras Ölvorkommen, riesige Ansammlung von Aliens, das ist das Rote hier. Hier fördern wir zum Beispiel Romatras Öl, hier fördert Romatra seinen Stein, hier fördert Romatra sein Kupfer. Hier oben mache ich das Ganze, Eisen, Kupfer, ich hole mir mein Öl ganz von hier oben. Guckt euch mal an, was hier für riesige Nester, gigantische Spawner mit großen Beißern, die uns immer wieder kommen und angreifen. Für die Defense habe ich hier ganz viele Geschütze platziert. Die Geschütze brauchen keine Munition mehr, die laufen nur mit Strom, sind Lasergeschütze. Aber wenn nachts unser Strom aus ist, weil wir benutzen überwiegend Solarenergie, wie ihr hier seht, und wir haben gerade nachts ein Stromproblem und nachts ist dann kein Strom und dann gehen die Geschütze nicht. So, da bin ich wieder. Dann können uns die Aliens komplett überrennen. Und es kommen jetzt immer mehr Aliens, wird immer krasser, je heftiger unsere Umweltverschmutzung wird. Aber heute wollen wir den letzten Trank machen. Extrem geiles Konzept. Alter, Louis Boy, danke für die 5. Das sind 20 Minuten plus. 20 Minuten Factorio. 20 Minuten mehr Factorio. Vielen Dank. Ja, was willst du? Klippensprengstoff. Komm mal zu mir. Und hast du schon die letzten Förderbänder vollautomatisiert? Nee, ne? Nee, ich habe aber die 2er vollautomatisiert. Die 3 anderen sind echt nochmal kompliziert. Also ich habe hier echt... Junge MacMello, danke für nochmal 20 Minuten Factorio. Vielen Dank, Alter. Guck mal, wenn sogar Stompy das sagt. Aber du kannst mal herkommen. Soll ich jetzt Forschung... Wollen wir mit Forschung wieder anfangen? Nö. Nicht? Okay. Wir haben noch eh gerade keinen Strom. Stimmt. Wo ist denn deine Mainbase? Hier, links unten. Die ist also, wo ist meine Mainbase? Basti, ein Fall, danke für die Verschenken. Nochmal 25 Minuten Factorio, Alter. Geil. Mal, wenn sogar Stompy das sagt, also, meine Mainbase ist unmöglich zu übersehen. Ich probier jetzt einmal ganz viel Klippensprengstoff und dann sorge ich für das Stromproblem. Okay. Wir haben nachts echt keinen Strom. Ich weiß nicht, was du alles noch gebaut hast. Du hast einfach immer mehr gebaut, ne? Ich habe einfach weitergebaut, ja. Aber es hat so viel Spaß gemacht, Max. Aber haben wir irgendwas verloren? Nee. So, ich bin da. Ich brauche auch mehr von diesen kleinen Robotern. Die kannst du dir eventuell aus einem der Hangare rausnehmen. Komm jetzt mal schnell hierher. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da oben. Direkt mit deiner Mainbase. Ja, das ist wohl eher der Start meiner Mainbase. Ja, ja, klar. Klippensprengschuss ist ganz unten. Den musst du dir unten holen. Kann ich mir 37 Bauroboter rausnehmen? Ja, nimm sie dir. Ist erlaubt. Erlaubnis erteilt, 37 Bauroboter rauszunehmen. Aber nicht die Logistikroboter, weil die brauchst du nicht. Nee, nee. Okay,
Klippensprengstoff mir zeigen? Komm. Kannst du jetzt wieder so schnell rennen? Hast du ein krasseres Ding? Ja, safe, ne? Nee, du bist ja auch schneller, weil hier Boden verlegt ist überall, dann bist du schneller. Auf Boden läufst du schneller, Max. Ach, crazy. Und wenn du jetzt noch auf den Förderbändern läufst, bist du richtig schnell. Gönn dir. Alter, Prinzess Selina. Hier unten. Nice. Hier unten ist, hier ist der Klippensprengstoff. Wo werden wir angegriffen? Oh mein Gott, da links. Ja, wir müssen. Das Ding ist, ich kann halt nicht weiterbauen ohne. Ohne? Hast du ihn, den Klippensprengstoff? Nee. Hier ist er. Ganz viel. Für dich zur freien Benutzung. So, welchen Tank soll ich jetzt machen? Wir machen zusammen den gelben. Ich bring dir Leichtroboterteile. Echt? Ja. Okay. Und du machst die anderen Sachen. Davon hast du aber, glaube ich, auch schon was, ne? Ja, gut. Ja, da hab ich schon. Du kannst dich mal um deine Defense kümmern, Alter. Ja, ich mache jetzt, wahrscheinlich werde ich jetzt Roboterhangare vollautomatisieren. Und dann werde ich ein System aufbauen für, Wie schwer ist es, Roboterhangar zu machen? Dann gib du mir mal wenigstens die Sachen, die ich für den Strom auch brauche, oder? Ich muss echt weit laufen. Boah, wir haben echt nicht genug Bedarfsdeckung und alles, ne? Das ist krank. Hier wurden wir gerade angegriffen. Das sieht gar nicht gut aus. Was wollte ich jetzt machen? Wir haben nicht genug. Ich brauche auch Roboterhanger und so einen Scheiß, wenn ich echt viel Strom bauen soll, ne? Ja. Also du kannst einfach mal 200 Umspannwerke oder sowas bauen. Oh, ich hab mittelgroße Strommast schon voll automatisiert. Die kannst du dir holen. Musst ein bisschen suchen, weil ich habe auch nicht mehr alles im Kopf, wo was ist. Aber ich habe eigentlich jetzt schon. Ja, wie hast du gespielt? Wie cool, du hast jeden Kleinkram voll. Ich habe jeden Kleinkram voll automatisiert, ja. Das Coole ist, dadurch kann ich jetzt auch in der Base alles mit Robotern bauen, weil ich alles in so eine Anbieterkiste gepackt habe. Checkst du? Ja, das ist cool. Das heißt, egal was ich baue. Oh mein Gott, wie geil, ich hab so viele gebaut. Was hat wie viel gebaut? Bei dir? Ja, bei dir müsst ihr auch die ganze Zeit produziert haben. Die Solarpanel, ja. Wieso kopiert der den Stein nicht mit? Doch, macht er. Jetzt nicht mehr. Hä? Was ist dein Problem? Verstehe ich nicht. Inventory ist voll. Okay, die Nacht haben wir vom Strom überlebt. Solange wir nicht forschen, überleben wir die Nacht, ne? Leider ist das falsch, Max. Leider ist das eine falsche Annahme. Boah, Umspannwerke werden ja auch voll automatisiert. Ich bin ja der smarteste auf diesem Planeten mit Abstand. Das ist ja das Allerschönste. Hast du? Ey. Hab ich. Vielen, vielen Dank für die vielen Subgifts. Geht der Klippensprengstoff? Oh, ganz einfach, die Granaten. Krass. Was kann ich hier bauen? Das ist ja entspannt. So, was brauchen wir denn noch vollautomatisiert? Ah, genau, ich mache jetzt die Roboterhangare, ne? Und Eisenzahnrad-Stahlträger erweitert der Schaltkreise. Das ist easy. Woran fehlt's hier? Jetzt klatsche ich. Wie kann man diese geilen Kisten bauen? Und Kupfer. Kommen die Roboter schon? Noch nicht, ne? Gestern war ich schlafen gegangen, wir waren auch nur 3 bis 4 Stunden auf der Uhr. Morgens war es dann 10, fand ich Wahnsinn, da mein Prime ist sein, lass uns wieder steigen. Ey, Retze, danke für den Verschenken, Alter. Vielen, vielen Dank. Da kommen vielen, vielen Dank. Guck dir das an, wie die ganzen Bäume einfach abtragen und weggehen. Wo muss ich die Roboter reintun? Reicht es, wenn ich die Roboter in eine Kiste tue? Gönn dir.
Hoverwagen-Inhaber YouTube. Nein, nein, den, nice. Den musst du in die Hangar reintun. Die Roboter musst du in die Hangar reinplatzieren. Wie komme ich da hin? Das ist ja voll kacke, muss ich mir voll irgendwie einmal reinbauen. Ja. Habe ich noch einen Hangar? Oh mein Gott, ich hab noch einen Hangar. Ich muss jetzt die Hangar automatisieren. Da fliegen sie los. Was wird hier produziert? Ah, guck mal. Die mittelgroßen Strommessen, Alter. Noch ein Prime, Alter. Vielen, vielen Dank für die ganzen Primes, für den Support. Haben wieder 4 Stunden auf der Uhr. Das ist ja geil. Bei Factorius ist es ganz, ganz wichtig. Das teilweise selber. So. Jetzt habe ich hier noch einen Roboter-Hangar-Manga. Das ist so geil, dass ich, bevor ich gegangen bin, habe ich einfach fucking Umspannwerke voll automatisiert. Und das hast du einfach unendlich, ne? Ich habe einfach eine riesen Kiste voll. Wir haben ein großes Stromproblem, ne? Ja. Tatsächlich haben wir. Was ist nochmal... Ah, Steuerung ist es. Du brauchst viel mehr Bauroboter? Ich hab doch jetzt schon ganz viele. Ja, du brauchst wirklich viel mehr. Also bei mir, guck mal kurz zu mir. Ganz kurz zu mir. Nur mal, nur eine Sekunde. Ich schwöre, nur eine Sekunde. Guck mal, was hier rumfliegt. Wie sich das hier wegsaugen, ist das ein Traum. Ach scheiße, ich war gemutet, Alter. Du musst mal eine Sekunde zu mir schauen, damit du die Masse an Baurobotern siehst, die du brauchst. Nee, die machen jetzt hier schon einen guten Job gerade. Okay. Ich meine, ich platziere jetzt einmal alle Förderbänder, alle Unspannwerke und alle Akkumulatoren, die produziert wurden, und dann ist ja eh erstmal fertig. Stimmt. So, was haben wir jetzt? Ich brauche nur noch die Akkumulatoren. Wo habe ich die nochmal voll automatisiert? Ja, ich habe mich mal gemutet. Wir haben keinen Strom mehr, wir sind am Arsch. Alles steht. Alles steht, Max. Ja, ja. Oh, heilige. Und jetzt werden wir angegriffen. Nee, ne, nachts geht nicht. Wo denn? Ich wurde angegriffen. Nachts ist Vollkatastrophe. Du hast den Strom zu krass geballert. Du kannst mal herkommen, wie mit einer besseren Rüstung für mich, mit ein paar Baurobotern, mit 20 Roboterhangern, ein bisschen Klippensprengstoff mit mir hier auswerfen. Warte mal kurz. Geht das hier auch weiter? Wird hier taggt, Alter. Hart? Oh mein Gott. Es geht. Auf jeden Fall nicht entspannt, ne? Digga, das macht ja geisteskranke Geräusche. Wie heftig wirst du taggt, bitte? Das hat sich schon erledigt eigentlich. Oh mein Gott. Weil unsere... Ja, unsere Dingens können nicht zurückschießen. Muss jetzt ganz schnell Roboter voll, die Hangare voll automatisieren. Weil nur dann. Brauchst du doch noch mehr Strom. Ja, aber nur dann können wir unsere Verteidigung mal nachhaltig machen. Weil dann kann ich überall neben jede Verteidigung einen Hangar stellen mit ein paar Robotern und Healing. Checkst du, und dann brauchst du da oben jetzt ordentlich mal Strom. Mir fehlen halt die Ressourcen und die Bauroboter, dass das schneller geht. Oh, scheiße, du tust auch immer noch alles in eine einzige Kiste, ne? Was meinst du? Du meinst, also die, guck mal, wie weit die fliegen müssen. Ich hab die überall, überall verteilt hingetan. Welche? Die Roboter? Nein, nein, es geht um die Items. Ja, die tue ich. Ich habe manche hier oben, manche hier unten. Überall echt? Verteilt. Okay, weil die sehen, die holen gerade nur unten. Deswegen Markus 090 giftet it hier 1 sub to shadow unterstrich reset. Die have given 8 gift subs. Ey, Markus, deine Film verschenken. Okay, das ist gut. Baut die Fabrik denn? Scheiße, Roboterhanger wollte ich jetzt automatisieren. Scheiße. Stahlträger, Eisenrad erweiterter. Was haben die denn hier gebaut? Auch in einer guten Geschwindigkeit, aber
das ist geil. Soll ich hier drüber auch schon welche bauen? Kann Montagemaschine kein Zahnrad machen? Ah, doch hier. Digga, töte mich, ist das stressig durch den Wald zu laufen. Zack. Aber die schaffen die Strecke, ne? Wer? Die fliegen dann zu dem anderen Lager, wo sie dann mehr Energie klarkommen, ja? Ja, ja, genau. Die schaffen das. Die schaffen die Strecke. Theoretisch, Rumatra? Ja, ja, die schaffen die Strecke. Die schaffen die Strecke. Aber... Die könnten unendlich weit kommen, weil sie immer wieder Hangar kommen mit Stromversorgung, ne? Aber es muss halt ein Hangar auf dem Weg in der Nähe sein. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe ja überall Hangar. Ja, genau. Die können sich dann da aufladen, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, das klappt. Ich glaube, das klappt. Die brauchen halt ewig dann. Die brauchen halt wirklich lange dann. Ja, ja, ich weiß. Den brauche ich mehr. Und ich glaube, es hapert einfach an Roboterhangern, wenn ich ehrlich bin. Ja, die vollautomatisiere ich jetzt hier. Zack. Die Klippen muss ich selber wegspringen. Ich kann den Robotern nicht irgendwelche Klippenscheiß geben und dann machen die das selber. Doch, das doch, 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 das geht. Echt du, jetzt? Ja, ich glaube, das geht, wenn du den, wenn du das denen anbietest. Wenn ich Klippensprengstoff bei denen reinlege, machen sie selber die Klippen weg. Ich glaube ja. Chat? Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so funktioniert. Die machen alles. Die machen alles für dich. Die machen alles für dich. Wenn du genug Roboter und genug Roboterhangare machst, dann ist dein, dann kannst du so geil dieses Spiel spielen. Deswegen macht man sich jetzt Roboterhangare. Also wenn du smart bist, bringst du mir einfach erstmal welche rüber per Hand. Ich hab keine. Die, what the fuck? Was heißt, wenn du smart bist? Du so, als hätte ich welche. Aber du brauchst eigentlich nicht viel, um die selber zu machen, ne? Weiß ich, brauche von allem nicht viel, um die selber zu machen. Ich brauche auch nicht viel, um meine Akkumulatoren zu verdoppeln. Ich brauche auch nicht viel, um selber Roboter herzustellen. Stimmt, du hast das Spielprinzip. Ja, zwei Zahnradmacher ist besser, ja, deswegen mache ich jetzt hier Zahnrad 3 mache ich hier hin. Also wenn du Stromprobleme hast, bring mir 100 Roboter hoch und dann gehen die schneller weg. Ja. Also die sind Roboter, die müsstest du dir, du hättest auch mehr mitnehmen können. Weißt du, was ich mache? Ich glaube, ich baue einfach einen... Chat macht Sinn, wenn ich, macht das Sinn, wenn ich jetzt Roboterhangare einfach mit dem System von Max connecte? Meine mit dem von Max? Macht das Sinn? Ja, oder? Ich mache jetzt einfach ein riesiges System. Wir haben ja... Weißt du, was ich mache, Max? Ich werde jetzt mein System von Roboterhangar mit deinem verbinden. Und dann fliegen alle meine Roboter zu dir eh rüber. Teilen sich dann auch die Ressourcen? Nee. Wie teilen sich die Ressourcen? Doch, das macht's nur einfacher für dich, weil ich habe hier Roboter, ich habe hier alles automatisiert. Und den das Kisten. Das ist natürlich geil. Aber der soll mal schneller arbeiten hier, der Idiot. Immer genug Kisten. Die Kisten dürfen nicht stuck sein. Stimmt, die Roboterkisten dürfen nicht stuck sein. Das sind die gelben, ne? Elektronischer Schaltkreis, erweiterter Schaltkreis. Könnte echt sein, dass es zu viel Holz wird, ne? Das geht so voran. Die bauen hier echt viel. 21,7 Gigajoule haben wir schon an Stromspeicher, aber den kriegen wir gar nicht mehr voll tagsüber. Egal, ist eine Frage der Zeit. Ist aber auch gefühlt immer Nacht in dem Game, habe ich das Gefühl. Ist es ja, ja. Oh mein Gott, kein Strom mehr. Ich habe nur Angst, dass wir jetzt angreifen, wenn wir keinen Strom haben. In der Nacht können wir ziemlich gefickt werden, wenn ich ehrlich bin. Die arbeiten halt auch die Roboter nicht nachts, ne? Das ist halt nee, die arbeiten auch nachts nicht. Da wird halt auch nicht mehr Strom dazukommen.
Scheiße. Ein riesiges. Einfach nur die Flugrobotergestelle vollautomatisieren, Mann. Aber die, seit vor vier Folgen, aber die habe ich doch schon. Oder nee, nicht? Nee, das nicht. Die, Leichtbauteile will ich vollautomatisieren. Ach so, ja, ja, check. Weil ich wollte gerade sagen, die Flugroboterteile habe ich ja schon. Speicher da mal gut welche zwischen, ne? Wird die ganze Zeit produziert, ne? Macht da richtig schön Speicher dran. Die werden direkt zu Robotern verarbeitet, tatsächlich gerade. Ja, aber die brauchen wir dann ja für einen Trank. Dafür haben wir das ja angefangen, ne? Das weiß ja, Gehirn Game Trank. Du meinst die, Flugrobotergestelle. Ja, die mache ich sonst einfach, baue ich sonst einfach nochmal. Kein Problem. Ja, okay, aber die brauchen wir am Ende der Folge. Die sind ja schon da. Ja, du verbaust dafür was anderes gerade. Ja, ja, aber das dauert 10 Sekunden, dann habe ich noch eine Fabrik davon. Das meine ich. So, ich probiere jetzt irgendwie mich mit dir zu connecten, damit da mal richtig gebaut wird. Hier nehmen wir Solarpanels mit, cool. Stahl. Stahl fehlt. Den kürzesten Weg, nicht so nicht den kürzesten Weg. Ich gehe einfach, ach, ich muss eh bei uns in die Base. Oder? Nee, stimmt, ich suche den kürzesten Weg. Halt mal, wie viel habe ich denn hier noch? Von was? Eisenerz 440.000. Boah, die Quelle hier wurde gut leer gesaugt, ey. Von den Fabriken und Lichtbogenöfen haben wir natürlich. Großer Strommast. Gut, ist jetzt ein bisschen hässlich. Sollte aber, glaube ich, klappen, ne? Bisschen mehr Stahl. Wo sind wir sonst noch Stahl? Nichts. Okay, 5 Lichtbogenöfen produzieren dauerhaft Stahl, den wir brauchen für die Solarpanels. Das sollte reichen, das passt. Das passt. So. Gut. Du connectest den Aal, dann haben wir mehr Bauroboter. Toll. Mal hoch und dann brauchen wir mehr von den Akkumulatoren. Sagt mir so, dann haben guck wir mal, hier. Versuch mal, können wir irgendwo sehen, wie hoch unser Speicher geht? Können wir das irgendwie anzeigen lassen? Wie voll die maximale Füllung ist? Wie voll die maximale Füllung ist. Nee. Nirgendwo in den Statistiken? Gut. Also vielleicht, aber ich weiß nicht wie. Batterien. 38 hergestellt, das ist eigentlich schon viel. So, jetzt bin ich gleich bei dir angekommen. Toll. Seht da schon einer? Klingt jetzt schon zu dir rüber, Max? Ah ne, der steht hier noch nicht. So, hast du ein Umspannwerk für mich? Oder zwei? Ich ziemlich viele haben, ja. Der soll herstellen. Wo?
sind die? Umspannwerke? Ja. Boah. Das. Boah. Ich sag's dir. Ich habe welche genommen aus deinem. aus deiner Kiste hier. Okay. So, da werden jetzt gleich meine Robos ausschwellen, um dir helfen. Oh mein Gott, guck mal, was da. Guck mal kurz zu mir. Jetzt musst du kurz zu mir schauen. Ist leider notwendig. Wo bist du denn? Ja. Hier. Ich seh dich. Alter, das ist. Siehst du, wie sie ankommen? Siehst du, wie sie ankommen? Siehst du, wie sie ankommen, Alter? Solange sie bei mir nicht zu. Seht ihr das, Leute? Digga, der Himmel wird schwarz, voller fucking Bauroboter, die helfen. Was für eine epische Szene. Was machen die zuerst? Weiß ich nicht. Die sind ein bisschen dumm. Aber die Arbeit, also egal was sie machen auf jeden Fall. Hast du noch. Ich hab jetzt schon 20 Kisten aufgestellt, dass sie das Holz da reinlagern können. Das würde doch reichen, oder? Die arbeiten jetzt. Bin mir nur nicht sicher, ob sie. Aber warum fliegen die alle wieder weg? Guck mal. Ja, die müssen Strom holen. Aber können die nicht bei mir Strom holen? Ah, die müssen. Die lagern die ganzen Scheiß woanders weg jetzt. Ja, die sind ein bisschen dumm. Also muss man. Aber dafür sind es richtig viele. Richtig viele, genau. Das war der Play. Scheiß mal drauf, ob die dumme jetzt. Dumme Roboter, aber richtig genau, viele. Genau, genau. Dumme Roboter, aber so viele, dass auch wenn sie jetzt mal eine falsche auf. Guck mal, die bauen gerade das Holz zuerst ab. Ja, jetzt machen sie mal zuerst, doch gut. Aber jetzt haben wir halt keinen Strom, ne? Aber es ist connected. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die unser Strom ficken, weil die so ja, viel ja. brauchen. Die reißen immer zuerst ab und bauen dann. Okay, check, Alter. Heute Prime ist kostenlos. Fuck, Alter. Wir müssen echt den Timer, während wir Factorio spielen, am Leben halten. Eine Eisenkiste? Während Factorio müssen wir. Okay, die haben aber fett hergestellt. Boah, sind die lahm. Egal. Sind die lahm zwischendurch. Tim Lisch ist einfach für Prime. Sick? Ist nice. Das stimmt, Alter. Die fliegen so lahm überall rum. Aber wir haben einfach viele. Das ist der Plan. Die sind lahm und scheiße, wir haben viele. Ey, Cologne, danke für die 5 verschenken, Alter. Vielen, vielen Dank. Und wieder 20 Minuten drauf. Holy shit. Guck mal, wenn sogar Stompy das sagt. Weitere 20 Faktorienminuten für mich. Vielen, vielen Dank. Ja. Aber die bauen da jetzt mal auch, ne? Geil. Also bei dir meine ich. Ich glaube, die sind halt ein bisschen dumm unterwegs. Was brauchst du hier? Kupferstahl. Cologne. Vielen, vielen Dank. Ich mache dann jetzt. Ah, warte, greifen die Aliens, greifen die Roboterhangare an? Safe, oder? Weiß das einer? Ich hab hier noch eine große Montagemaschine. Die reifen nicht die Roboterhangare an, nur die Roboter. Okay. Ja gut, aber die sollen sich einfach in dem Roboterhangar verstecken gehen, oder? Auf Lock. Geil, das steht alles. Nee, machen die nicht. Okay, macht's dann Sinn, um jeden Roboterhangar so ein kleines Geschützfeld zu bauen? Oh, wir werden angegriffen. Wo? Ich werde angegriffen. Oh, das steht, dass du angegriffen bist. Du kannst ja hier oben, die Geschützekiste ist voll, ne? Hier sind 1400 Geschütze drin. Ah ja, ich muss da gleich mal hin. Oh Mann, ey. Ich hab gelogen, 2400. Ja, wir müssen einfach, Ist die Montagemaschine fertig? Nee, das dauert, okay. So, und heute möchte ich. Ich hab Angst, dass ein langer Stream wird, das wäre schlecht. Kunststoff, Kupfer und Stahl. Ich muss jetzt erstmal meine Fabrik hier beschützen. Und zwar mit einer guten Defense-Line. Warum stacken die Batterien nicht höher?
Ah doch, gleich steckt hier alles ultra heftig. Weil die Geschütze voll sind, die werden ja nicht verbraucht. Was für ein krasser Moment. Generell aber krass, dass die Batterien stacken, Schaltkreise und Stahl. Und dass die Montagemaschinen nicht schnell genug hinterherkommen, das ist ja richtig krass. Geil, Alter. Okay, die ist echt viel, viel schneller, cool. So. So. Ich schaue mir jetzt mal eine Verteidigungsanlage an. Weil mich nervt's. Ich könnte auch das Kupfer mit dem Eisen kombinieren. Vielleicht nur Teile. Ja, wir haben eigentlich. Hier kommt eigentlich auch genug an, ne? Wir haben den Norden abgedeckt. Hier, hier. Nach unten haben wir halt nichts, Alter. So, auf jeden Fall das Eisen. Dann kann ich auch das Kupfer hier nehmen. Das ist ja richtig chillig. Wann kann ich sehen, wenn der Bau abgeschlossen ist? Wie der Bau abgeschlossen ist. Der von den Robotern? Du siehst daran, dass die, Oh, jetzt ziehen wir aber gut. Wir sind gleich bei 20 Gigajoule, doch das erste Mal. Du siehst es rechts unten, was sie benötigen. 670 Objekte benötigen Bauroboter. Jetzt sinkt sie das, die Sonne wieder weg. Schöpfe sind da. Ja, gibt's ja nicht. So. Okay, ich nehme das Eisen. Dann spiegel ich den ganzen A hier nochmal rüber, das ist smart. Aber stopp, ich wollte noch eine Montagemaschine bauen. Laufen, 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 laufen. Wo werden deine... Scheiße, das ist die schnellste Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Es ist wirklich Laufen, Alter. Das stresst ja brutalst. Hast du schon diese geilere Rüstung? Ja, einmal aber nur. Weil die, vielleicht die noch nicht mehr gemacht habe. Oh, Prozessoreinheit, Elektromotoreinheit. Ich automatisiere gleich Prozessoreinheiten. Diese blauen Dinger. Wo sind bei dir die Geschütze? Ich würde mir da jetzt gleich mal... Nimm dir richtig viele raus. Haufenweise mitnehmen, ja. Die sind direkt bei mir, gerade wo ich stehe. So, Kupfer, Stahl und Schaltkreise. Wo stehst du denn? Wo stehst du denn? Gönn dir. Da oben, okay. Sick. Check. Nice. Marcel Ripp, danke für den Prime. Copy-Paste kannst du auf dem Web arbeiten. Ja, aber ich muss halt die Geschütze kriegen, ne? Wieso, meinst du, habt ihr auf die oben gerechnet? Hast du ihn geteilt? Eigentlich müssten die alle, eigentlich werden die alle umgerechnet. So. Haben wir wieder genug Strom? Nein. Gar nicht. Und wir sind leer. Jetzt schon? Wieso schon? Ist die Nacht wirklich vorbei? Lol. Steigt sie da? Nee. Sind da deine Geschütze drin? Hier oben, hier. Und die werden immer noch automatisch produziert? Ja, siehst du doch, da ist noch... Da. Toll, ich mach mal hier eine rote Kiste draus. Die ist so dumm teuer, warum? Und dann werde ich hier auch Roboter hinbauen. Boah, echt? Ja, und dann kann die immer automatisch gebaut werden. Einfach fliegen und die Geschütze platzieren. Ja. Das fickt mich halt so heftig in den Arsch, ne? Wieso, wieso? Erstmal nehme ich hier mir ein guter... Wieso fickt... Weil du wahrscheinlich geisteskrank viele Geschütze saugen wirst. Nein, nein, nein. Weißt du, was das Problem ist? Was denn? Hör mal zu, das war auch der Grund, was mich am meisten bei Factorio abgefuckt hat. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, ich höre dich. Ich habe deine Ölquelle noch von unten, die allererste. Ölproduktion 1. Ja. Nämlich die Überreste.
Dann habe ich rechts oben bei mir zwei Ölproduktionen jetzt. Siehst du die? 3000% Ertrag und 1600% Ertrag. Ja. Die drei kombiniere ich alle, aber es kommt zu wenig an. Für was? Das kann nicht sein. Für Batterien. Doch, es kann sein. Robert. Nein. Weil ich, doch, weißt du warum? Guck mal hier rechts, wie viele Batterien ich habe. Guck mal hier rechts, wie viele. Siehst du das? Bis nach oben. Guck ja. Hier. Siehst du das? Ja, da ist doch überall genug Schwefelsäure drin. Die ist doch alles stacked mit Schwefelsäure. Die ist jetzt gerade stacked. Können wir? Ja. Weil die Batterien hier bis oben gerade stacked waren. Nice. Hi. Ist das aufgeladen? Dann machst du aber was falsch. Wenn du falsch. Jetzt Geschütze wieder rausnimmst. Nee, ich kann nicht mehr Schwefelsäure herstellen. Ist das die einzige Möglichkeit, wie man Schwefelsäure herstellt? Mein Schwefel war immer leer. Mein Schwefel war leer, weil zu wenig Öl kam. Jetzt ist gerade voll, weil die Dinger stacked waren. Oh, was ist jetzt? Hoffentlich wirst du angegriffen. Du bist angegriffen, der doch. Das ist nicht mal ein Radar da. Ist das doch, ist doch ein Radar. Hä, bist du dumm? Okay, ich sehe, da hab ich nichts gesehen. Ist nicht nah genug rangezoomt. The fuck? Ja, das nervte mich ein bisschen. Wenn du jetzt da richtig viele Geschütze rausnimmst, habe ich wieder kein Öl. Meintest du nicht gerade, ich soll richtig viele Geschütze rausnehmen? Ja, ich dachte einmal, dann wird wieder produziert und dann ist wieder gut. Checkst du? Hm. Check ich ein bisschen. Weil du baust hier aber auch keine Dingens mehr hin, ne? Was meinst du? Keine Radare. Radare, Mare. Nee, aber dafür habe ich komplett gecleared. Das geht ja auch, ne? Das Ding produziert hübsch. So. Sind meine Robos jetzt eigentlich auch bei dir am Arbeiten? Ich habe das Gefühl, die sind irgendwo abgeschmiert. Oh, geil. Jetzt haben wir das auch noch. Wir haben so ein riesiges... Schon wieder angegriffen. Wieder du, wieder gleiche Ecke oder was? Ja, aber die Ecke ist halt schon längst aufgegeben von mir. Da kommt nichts mehr. Die Ecke können sie haben. Ich könnte... Wie schwer sind Roboterhangar zu bauen? Nicht so schwer. 45 weiter der Schaltkreis, ist schon ziemlich hart. Stimmt. So habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Lohnt es sich, Okay. Würde ich sagen. Lohnt es sich? Fangen wir an. Erstmal wieder Stahl herzustellen hier oben. Wir machen jetzt leicht mit Bauteile, Leute. Was wollte ich jetzt fragen? Scheiße, vergessen. Was fehlt? Eisen fehlt. Egal, hier einmal. Lohnt es sich, die Hangare zu verteidigen, dass ich um jeden Hangar so ein paar Lasergeschütze baue, oder ist das dumm? Ich könnte es mir schon vorstellen, dass es lohnt. So ein geiles Game, ja, das ist es. So, jetzt die Lichtbogen, die ich ja auch vollautomatisch herstelle, ist auch krank. Braucht ich dafür irgendwas. Scheiße. Das war ja dumm. Das hat tatsächlich noch viel dümmer von mir gemacht. Reicht das?
Meine Wall im Westen, Süden, weit außen, da passiert auch nichts. Ja, aber... Die letzten Förderbänder, wie stellt man die her? Die würden mir jetzt ohne Witz helfen. Was bedeutet das hier? Kannst du die letzten Förderbänder vollautomatisieren noch? Nee, ne? Was brauchen die denn? Also so schnell nicht. Schmiermittel. Rest ist, glaube ich, in Ordnung. Kopieren. Kannst du nicht parallel laufen lassen, die Förderbänder? Bei von den roten parallel oder so? Das ist, geht das nicht. Doch. Dann würde ich dir wahrscheinlich das erstmal empfehlen. Also das sind alle Solarpanel sind aufgebraucht. Echt? Ja, alles ist weg. Die Roboter haben alles verbaut, die können gar nicht weiterbauen. So schnell. Glaube? Dann schiebe ich mal Nachschub ein. Also. Ich stelle hier oben nämlich Solarpaneele her. Du kannst auch kurz ein paar Roboterhangare dahin bauen, wo du die herstellst. Und dann die automatisch dahin liefern lassen. Wenn du einfach die. Wenn du das Logistiknetz dann erweiterst. Ja, ich bräuchte aber Roboterhangar dafür. Das stimmt. Haben die echt fertig gebaut? Können wir euch vorstellen. Wo jetzt denn schon wieder? Nerven die, Alter. Nerven die. So, du willst... Ich soll jetzt nicht den... Ah, warte. Welche? Ich soll die ganzen, Tränke machen, ne? Nee, du sollst eigentlich nur die Sachen für den goldenen Trank machen und ich mit den anderen beiden Sachen. Welche... Warte, welche Tränke muss ich denn machen nochmal? Du machst Prozessoreinheit und Flugroboter gestellt. Ja, ja, aber wir haben ja die anderen Tränke schon nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ich muss ja blauen Trank... Und roten Trank und grünen Trank hatte ich gemacht. Nur, dass die anderen blau, rot und grün hatte ich. Ich hatte schwarz und lila. Blau, rot und grün hatte ich. Schwarz und lila habe ich. Blau, rot und grün, schreibt ihr das auf. Blau, rot und grün, blau, rot und grün. Das mache ich jetzt erstmal. Das würde ich super gerne dahin flatschen lassen. So, haben wir jetzt die Stahlproduktion schon hinbekommen? Immer noch nicht hoch genug. Kann ja hier auch einfach die Geschütze, die vollautomatisch gemacht werden. 3 Stück arbeiten nur noch, ne? Scheiße. Dass nur noch 2 Montagemaschinengeschütze herstellen. Oder glaubst du, die Geschütze reichen sogar? Dass nur noch eine Montagemaschine herstellt. Da sind ja jetzt noch, Umatra, da sind jetzt noch 1300 drin und 1300 hast du dir genommen. Ja. Sagst du, eine Montagemaschine reicht, die rund um die Uhr läuft? Eine Montagemaschine, ich glaube ja. Also, ich weiß ja nicht, wie lange das alles gebraucht hat, bis wir an dem Punkt waren, wo wir jetzt sind, aber ich würde rein theoretisch einfach mal für ja gehen. Ich habe auch eine Montagemaschine geupgradet, so. Jetzt baut nur noch eine Montagemaschine die Geschütze. Haben wir am Tag genug Strom? Am Tag haben wir wieder genug, oder? Haben wir? Hast du das? Oh mein Gott, wir sind voll. Fast. Guck mal. Ja, stimmt. 26,5? Das ist crazy, das muss halt über die Nacht halten. Das muss halt über die Nacht halten. Ja, das ist schon mal crazy. So, und jetzt hapert es hier an... Nein. Am Eisen. Es hapert am Eisen, Erz. Das glaube ich nicht. Das war doch hier eine Millionenquelle. Oh, hier noch 1,8 Millionen. Alter, was wir hier an Ressourcen fressen. Dafür kriegen wir ein Bundesverdienstkreuz oder so, ne? Ist dir das bewusst? Ja, ich weiß nicht, ob ich das echt machen will. Das ist eine gute Frage. Eigentlich ja. Eigentlich hätte ich es gern kompakt und sicher. Mann!
Mein Geolehrer liebt Factorio. Oh, ich weiß wieso, Alter. Das verdammt geiles Game ist einfach. Ich brauche einfach mehr Eisen. Zum Glück habe ich das Ding hier schon von Alien befreit. Jetzt so. Hier schön dazu klabüstern. Klabüstern? Klabüstern. Wo denn jetzt ja, schon wieder? Das glaube ich nicht. Wieder du oder was? Wie sind die da durchgekommen? Alter, die sind voll drin bei dir. Die sind voll drin. Wie sind die da durchgekommen? Die machen deine Erzbohrer kaputt. Ich weiß, ich sehe es. Alter, das ist der große Speier. Oh Mann, wie ist der da durchgekommen, Alter? Ich muss hier echt überall einfach eine Mauer ziehen. Ist alles das nieder. Ja, ich habe überall eine Mauer gezogen. Das muss man einmal machen. Ich habe halt viel mehr. Du hast halt einfach zwischen zwei Seen die Mauer. Das stimmt. Südattacke. Die sind einfach drum rumgelaufen, hä? Ach, jetzt ist auch noch Nacht und die Geschütze fallen aus, oder was? Oh mein Gott. Das ist ja der Oberhammer. Habe ich genug Saft dabei, um das zu reparieren? Nee, habe ich nicht. Keine Erzförderer dabei. Wir sind hier kaputt gegangen. Wieso sind hier keine Geschütze? Das Problem ist, wenn ich eine große Mauer ziehe, muss ich erstmal alle Nester ausradieren und das kann ich nicht. Dafür bin ich nicht stark genug. Das geht einfach nicht. Wie dreht man eine Blaupause nochmal? Mit Z? Nee. Welche Taste dreht die Blaupause? Ja, danke. Das war jetzt ein ziemlich smartes System. Was hast du mir denn für eine scheiß Blaupause geschickt? Das ist einfach ein Lasergeschützturm nicht. Sie selber gemacht? Oh Gott. Das ist peinlich. Was denn? Wir hatten jemand eine Blaupause geschickt von einem Lasergeschützturm, wo ein Lasergeschützturm einfach nicht funktioniert. So ist richtig. Geht hier komplett nach hinten. Mega peinlich. Geil. Ja, ich mach jetzt überall. Jetzt geht das wieder von hier lang. Jetzt Erzbohrer mach ich noch nicht automatisch. Das mache ich jetzt noch kurz. Schön automatisch Erzbohrer. Jetzt wieder hier lang, geil. Perfekt. Eisenplatte, Eisenzahn, elektronischer Schaltkreis. Hier einfach auf über entspannt. Digga, die roten Förderbänder sind ziemlich scheiße eigentlich. Stimmt. Oh, das wird jetzt Spaghetti, aber es muss nur funktionieren. So, das muss jetzt hier lang kommen. Jetzt muss das. Was mit den roten Förderbändern? Die sind
Kacke, langsam. Nein, hör auf. Sag sowas nicht. Riesenleck, was hast du getan? Nichts, ich tapp raus gerade. Ah, du hast noch nicht aufgemacht, ne? Oh je, oh je. Das ist ja assi. Das haben wir doch nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir machen das, haben wir es nicht gemacht einfach. Kommt hier viel an. Reicht das jetzt? Guck mal, wie Eisenerz hier kommt, Leute. Seht ihr das? Jetzt geht's ab. Ich brauche aber wieder viel mehr Lichtbogen. Oh, jetzt schon wieder da oben. Bei dir oder bei mir? Bei mir natürlich, bei mir natürlich. Das ist krank. Das einzige Gute bei mir ist, dass alles automatisch wieder aufgebaut wird, wenn es kaputt geht. Das ist das Entspannte. Echt? Das ist ja krank. Aber sonst ist hier echt richtige Arschkarte. Hm. Wie viel Eisen jetzt hier zu Eisenplatten gemacht werden. Ach, das funktioniert so. Wie viel zu Stahl gemacht werden. Also funktioniert es auf jeden Fall. Kann ich theoretisch noch. So machen, theoretisch. Nee, das ist nicht. Oh. Der füllt die Lücken auf, seht ihr das, Leute? Packt dahin, wenn frei ist. Er kann ja nicht trotzdem. Mach ich doch mal hier. Hä? Das ist ein Filter, der soll einfach nur das abzweigen, das raff ich nicht. Das verstehe ich nicht. Dann machen wir so. Aber da kann auf jeden Fall mehr Eisen von oben kommen. Ach, die sind gleich angeschlossen. Auch gut. Wir haben zu wenig. Du musst mehr Dinger herstellen, ne? Na? Ja, hier Dingens. Sag es. Hier, wie heißt es denn? Solarpanel und so, ne? Ja. Die werden immer weggebaut instant. Da sind schon wieder keine mehr drin. Einfach leer. Aber Solarpanel ist jetzt ja nicht das Wichtige, weil wir ja genug Strom tagsüber herstellen. Ja. Also ich baue welche. Ich will die auch gleich mal vollautomatisch einspeisen lassen. Wurde man jetzt angegriffen? Ich muss auch mal angegriffen werden, oder? Ne, jetzt bin ich schon wieder. Das ist so krass. Ich hab einmal gecleared, ne? Ja, also das ist wirklich ein einfacher Spot zum Clearen, muss man mal sagen. Also, was du gecleared hast? Main Base. Ja, Mauern da oben? Aber selbst wenn, guck mal meinen Strang rechts oben für die Kohle, fürs Eisen, für das Öl. Ich habe keinen Angriff kassiert, weil ich einmal fett geclearet habe. Ja, wie keinen Angriff kassiert? Also von real frage ich mich, warum die dich da nicht angreifen. Warum da gar nichts angegriffen wird. Du musst deine Umweltverschmutzung, musst die Aliens so einmal clearen, dass die Umweltverschmutzung nicht die Alien-Nester erreicht.
Ja, bei mir ist halt Umweltverschmutzung ist fuck, ne? Ich hab wieder 120 Solarpanels reingeflatscht. Warte, ich muss mal kurz raustappen. Das kann ich einfach kurz selber bauen. So lange tappst du immer raus? Zwei immer dazwischen. Das kann ich auch selber kurz bauen. Zack. Kann ich hier nicht einfach ein Förderband machen? Zwei dazwischen. Zack. Dann davor. Das automatisch rüberbringt. Und dann mit einem Abstand die Wand, ne? Das einfach so bringen. So richtig? Ist das jetzt... Sieht das jetzt aus? Das kommt direkt. Ja, passt schon. Das ist hier der Nebenbau. Einmal doppelt gemobbelt. Scheiß drauf. Weil sie ihn berührt hat, ne? Ist das nicht so viel des Guten? Auf gar keinen Fall. Wir haben ja genug. Ich baue jetzt hier erstmal eine riesige Line. Ah ne, warte, welche Farben habe ich nochmal gebraucht? Welche Farben muss ich machen bei meiner Forschung? Rot. Rot, grün und blau. So ist richtig, ne? Akkumulatoren. Und Solarpanels, geil. Dann musst du mal drüber hier. Ich glaube, wir bauen uns. Wir hatten die Dinger. Hast du hier ganz crazy? Ah ja, hast du. Was denn? Du hast da Roboterhangare da doof platziert, ehrlich gesagt. Also du kannst. Wenn ich jetzt was baue. Und mir fehlt ein Roboterhanger. Holen die das irgendwo von dir? Ja, die müssten einen Roboterhanger von mir holen, ja. Das ist natürlich cool. Wo? Ja, das ist mein Eisen. Die Jungs hassen mein Eisen. Das ist ja das Tolle. Deswegen, wenn wir einfach alles teilen, dann ist alles toll. Nicht jetzt. Hier die Kiste hinpacke. Das jetzt in die Kisten automatisch. Akkumulatoren und Solarpanels. Und dann müssten jetzt eigentlich gleich die Roboter kommen und automatisch das mitnehmen und größer bauen. Roboter, ich habe jetzt Akkus und Solarmodule vollautomatisch in eine Lagerkiste und die Roboter holen sich das ab. Das ist toll. Das heißt, unser Strom wird die ganze Zeit vollautomatisch größer. Oh mein Gott, bin ich ein Vollidiot. Ist das geil, oder?
Guck, ja, wie sie ankommen und sich das direkt verbauen. Das macht doch unglaublich viel Spaß. Das ist echt toll. Du musst jetzt nur noch den Blueprint da einmal hin platzieren und der Rest wird von den... Und ich muss halt auch nur einfach genug Sprengstoff reinpacken, ne? Ja, genau. Die machen auch alle Klippen weg. Wenn du da genug, wenn du da genug Masse zum Auffüllen von Land reintust, dann machen die auch wo... Also wenn irgendwo... Hier Dingens ist, dann tun die da auch... Ach, ich kann nicht reden, scheiß auf mich, Alter. Wenn du da Landmuster reintust, dann machen die auch Seen zu für dich. Crazy. Haben wir genug Strom über nachts? Ja. Digga, das geht aber auch böse runter. Ja, tut's. Das geht ja, guck dir das mal an, das sind 20 Gigajoule, das ist so viel. Das ist so viel. Ja, das wird einfach leer gesaugt, Alter. Pass mal auf, wenn wir anfangen zu forschen, was dann damit passiert. Rot muss ich noch machen, ne? Kann ich einen Upgrade-Bauplan auf eine Baupause drauf machen? Ja, Tatsache. Ich muss dann ja nichts mehr machen. Ich tue dann jetzt einmal Fettklippensprengstoff mit rein. Ah, ne, mit Gear-Input. Scheiße. Oh mein Gott, das Game ist so toll, ne? Bin ein bisschen ein Idiot, dass ich das hier so gebaut habe, ist egal. Factory muss eh wachsen. Klatsche ich hier einfach rein. Wie kann ich machen, dass die Sachen abbauen? Hm. Wie meinst du? Abrissplan drücken, ne? So viele Logistikroboter drin. Oh mein Gott, ich muss mal die Logistikroboter disconnecten, Alter, glaube ich. Bin ich hier. Romatra, ich brauche einmal ganz kurz dein volles Gehirn. Ja, ja, sag doch. Ich mache Abrissplan und sage, das sollen sie alles abbauen. Das sind meine Mauern, meine Geschütze, das sollen sie abbauen. Da ist aber kein Roboterhangar in der Nähe. Wenn ich dann danach meine Blaupause hinklatsche und irgendwann in Zukunft ein Roboterhangar gebaut wird, ja, werden dann alle Mauern und Geschütze noch abgebaut? Geile Frage. Nochmal, sorry, ich war gerade selber übel am Denken. Ich war gerade selber, sorry, du musst einmal noch die Frage formulieren. Geht nicht. Es tut mir so leid, ich habe es voll verkackt. Sag nochmal, sag nochmal. Aber gesagt, ich brauche dein volles Gehör. Ja, ja, ich weiß. Dann geht's nicht. Sag es noch einmal. Ich schwöre, bitte, 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 bitte. Es ist zu kompliziert, es ist zu spät. Nein, nein, du musst noch einmal sagen. Einmal, ich schwöre es. Einmal, sag's noch einmal. Ich wähle einen riesigen Abrissplan aus. Ja. Drück das, meine ganzen Mauern, meine ganzen Geschütze sollt ihr löschen. Da ist aber kein Roboterhangar in der Nähe. Ja. Dann wähle ich 2 Stunden später. Ja. Drücke ich eine Blaupause hin. Aber das Roboterhangar steht immer noch nicht. Ja. Und dann setze ich die Blaupause und 7 Stunden später wird das Roboterhangar hingesetzt. Bauen die dann noch alles ab? Ja. Du kannst alles dahin platzieren, deine Blaupausen. Und sobald du das Roboterhangar hinsetzt und alles connected ist, fliegen die wie kleine Arbeiterbienchen und arbeiten für dich. Gut. Das ist korrekt. Digga, du wirst ja dauerhaft angegriffen. Ja. Du kriegst vollautomatisch Geschütze geliefert von den Robotern. Nee, ich hab noch keine Verteidigung gebaut. Ich fange jetzt an, eine Verteidigungsanlage hier rumzuziehen. Ich mach die erstmal provisorisch hier so, weil... Scheiß drauf. Das Problem ist, dass ich halt hier super eingeschränkt bin, was Bauen angeht. Sieht zwar so aus, hätte ich viel Platz, hab ich aber nicht. Weil ich ja hier noch groß denk. Und mehr bauen will. Das reicht erstmal. Das ist echt krass, wie geil viele Roboter du hast. Nochmal alle Umspannwerke krallen. So, ich baue jetzt hier erstmal. Gut, das stimmt. Wollte ich jetzt die ganzen Klippensprengstoffe getan, die tue ich auch mal rein. Das glaube ich nicht. Wo bist du angegriffen? Du wieder? Ja, da hinten wieder. Ich muss da hinten jetzt mal... Oha, da sind ja schon 3 Geschütze kaputt. Du wirst gleich überrannt da hinten, ne? Ich weiß. Das ist zu wenig Geschütze. Ich weiß.
Oder oben ist ja auch schon alles kaputt. Holy shit. Ich weiß, ich weiß. Ich muss hier jetzt einmal alles mit Roboterhangern verbinden und dann reparieren die da hoffentlich automatisch. Geil ist, wenn wir endlich die gelben Tränke haben, können wir danach unsere Geschütze so krass machen, dass wir nie wieder Probleme mit Aliens haben. Es gibt keine Aliens, die es mit uns messen können. Ich hoffe doch. Ich habe keine roten. Automatisiere keine roten Greifarme, ne? Einzige, was mir fehlt, sind rote Greifarme. Oh shit, ich saug auch ganz schön weg hier. Die Roboterhangare sind ganz schön die roten Schaltkreise am Saugen. Am Saugen, Maugen. Warum Maugen? Ja, weißt du was? Ich verplatziere jetzt hier auch eine riesige. Ach Mann, aber dann komme ich heute zu nichts anderem mehr, wenn ich jetzt hier eine riesige Verteidigungslinie ziehe. Das ist das Nervige. Wie machen wir das? Mach ich es trotzdem? Ja, ich mach's trotzdem. Ich muss es ja trotzdem machen, bleibt ja ganz anders übrig. Du hast deine Aufgabe ja auch schon erfüllt, deinen Teil der Aufgabe. Jein. Doch wohl. Stimmt doch gar nicht. Ich hab noch nicht meine. Also ja, die sind schon da, aber. Ich bin schon sehr unzufrieden gerade. Greifen hier an. Greifen hier an. Ich ziehe jetzt erstmal Roboterhangare dahin. Ja, habe ich nicht gerade ganz viele Umspannwerke mitgenommen? Bin ich lost? Mich verklickt? Mit dem Klippensprengstoff. Wo sind die hin? Nordsee bis kleinen Südsee. Ja doch, da muss ich trotzdem clearen, wenn ich das mache. Und dann so einmal, aber da muss ich clearen. Bis wenn ich die Seen benutze, muss ich hart arbeiten dafür. Beides zu vergessen, wie kacke bin ich denn? Oh nein, arbeitet der langsam, Alter. Jetzt noch 24 Gigajoule, das muss reichen, Alter. So, geil. Das hält auch erstmal ewig. Ab nach oben wieder. Wunderbar. Jetzt sagt mir Strom noch 14 Meter. Also eigentlich müssten die jetzt wieder aufbauen, oder? Kann ich irgendwo Verbrauch erzeugen? Kann ich irgendwo Speicher sehen? Nee, ne? Muss ich hier echt nachts beobachten und gucken, wie tief der Speicher geht? Oder kann ich das aus irgendeiner Statistik hier mitnehmen? Wir haben nur Verbrauch und Erzeugung. Ah, ja, so, doch. Ist das connected hier einmal? 7,7. Was heißt das? Reparaturkits. Wie macht man das Wort Eisenzahnrad, elektronischer Schaltkreis? Oh, es wird aber hell. Es kann sein, dass ich nachts jetzt schon chillig schaffe. Oh, echt? Übrig, ja. Oh, dann ist krank. 4,6, Eisenzahnrad, 4,5. Elektronischer Schaltkreis. Oh mein Gott, ja, aber. Muss halt jetzt 4,4. Leider ein bisschen mehr bauen, jetzt, ne? Naja, ja, die Dinger bauen ja auch jetzt. Es wird ja vollautomatisch größer. Okay. Steigt, oder? 4,6. 4,7, steigt wieder, geil. Wir bleiben ungefähr 5 Gigajoule übrig. Das schmeckt. Sind alle Roboter-Hangare? Ne, sind sie gar nicht. Boah, die pendeln echt lange und weit zu dir. Die sind ja dumm. Also die sind echt dumm teilweise. Hier sind ja noch so viele Logistikroboter drin. Verfehlt. Ja,
Wir haben erstmal genug Logistikroboter. Wir bauen jetzt einmal. Ach so, das war nur zu wenig, weil. Nee. Fuck. Wieso kommt hier nur so wenig an? Hier zu wenig Eisen. Scheiße, Max. Wo Angriff? Wo? Bei mir. Bei dir. Oh, das ist ja echt nervig. Digga, du wirst einfach so in deiner Hauptbasis angegriffen. Das ist ja verrückt. Ja, meine Hauptbasis ist auch zu groß. Ich müsste jetzt einmal clearen, aber dafür haben wir nicht genug Zeit. Dann komme ich nicht mit den anderen Sachen hinterher. Ist wie es ist. Ich muss jetzt hier einfach mal. Ich glaube, ich mache hier einen ganz billigen Blueprint erstmal. Ich mache zack, zack. Dann schalten wir da. Das dahinter, fertig. Das reiße ich dann einfach später wieder ab. Einfach so zwischenlösungsmäßig. Arbeitet mal. Meine kleinen fleißigen Arbeiterbienchen. Arbeitet, arbeitet. So, damit machen wir rot. Hier muss rein. Eisen. Das Game ist so toll, ne? Das Game ist wunderbar, ja. Oha, Akku ist voll am Tag. 28,3 GB neuer Rekord. Wirst du mal leiser wieder? Nee. Einstellen, dass du leiser wirst? Gruppiert der auch noch nicht gebaute Sachen? Ja, macht der, ne? Super. Nee, ich da oben. Aber. Ach, du wurdest auch angegriffen. Aber ich. Oh. Was denn? Ja. Ich mache halt keine halben Sachen, ne? Die sind halt in 100 Geschütze reingerannt. Warum hat er denn 4er Kohlewelt auf dem Bus? Das ist eine actually gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Meine Defense ist halt kompletter Overkill, leider. Ist doch gut. Ja, natürlich. Haben die das da oben jetzt wieder aufgebaut? Ja, haben sie. Oh mein Gott, die Roboter sind so toll. Ein funktionierendes Robotersystem ist so toll, Max. Oh, das macht so unglaublich viel Spaß. Hilfe. Wo wurde ich angegriffen? Da unten, ist mir egal. Was wollte ich bauen? Reparaturkits, Eisenzahnrad, elektronischer Schaltkreis.
Leute irgendwie immer so schnell den Strom verbrauchen, ne? Ein bisschen verquatscht. Aber mach mal so. So. Und wie schaut's aus bei dir? Ziemlich gut. Gut? Ja. Das Ding ist auch einfach. Ich brauche hier Eisen wieder. Wie kann man das Kupfer nicht nur auf einer Seite transportiert wird machen? Was? Ach so, willst du kurz zu mir herschauen? Dann demonstrierst du einmal ganz schnell. Zeig mal, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich. Zeig. Guck mal, Kupfer kommt hier, Eisen kommt hier. Dann baust du einen in die Mitte, einen rechts ran, einen links ran. So. Gecheckt? Ja, wenn es nur auf einem ist, meine ich. Wie, wenn es nur auf einem ist? Ach so, warte, dann machst du... So meinst du, es ist nur auf einem. Und jetzt willst du auf beide haben, oder was? Nee, es ist nur auf einer Seite vom Förderband. Und du willst... Ja, genau, jetzt das untere Förderband. Von dem unteren Förderband habe ich 3 Stück, aber die sind immer, das Kupfer wird immer nur auf einer Seite transportiert. Genauso wie bei dir. Ach so, da könntest du dann zum Beispiel so machen. Was macht das? Dann kannst du zum Beispiel... Warte. Dann kannst du zum Beispiel so unten durch. Was? Das baust du jedes Mal? Dann so. Das könntest du machen. Das baust du jedes Mal. Ja, ich weiß nicht, wie das überhaupt passiert bei dir, dass das nur auf einer Seite transportiert wird. Das baue ich nicht jedes Mal. Bei mir wird das einfach nicht auf einer Seite transportiert. Aber das wäre eine Option. Geht leichter? Ja gut, dann geht's leichter, keine Ahnung. Achso, ja, wahrscheinlich, warte mal. Das hier ist schon mal witzig. Achso, ja, so ist viel leichter, komm mal her. Guck mal nochmal jetzt schnell her, so. Mann, jetzt tue ich das dritte Mal. Siehst du? Ja, das ist doch chillig. Das ist doch chillig, oder? Wie hieß das, was du da gebaut hast? Ja, das ist ein schnelles Teilerfließband. Davon hast du 1 gebaut, ne? Ja. Brauchen die Roten nur Eisen und Kupfer? Das finde ich ja sehr crazy, muss ich sagen. Und ich muss auch mal einen langen Greifarm noch irgendwo automatisieren, das geht so auch nicht.
Automatisiere ich die schnellen Greifarme? Auch ein langer Greifarm denn. Eisenplatte, Eisenzahnrad, Greifarm. Ja, die Logistikroboter arbeiten endlich mal wieder. Ankommen und das kriegen wir auch problemlos hin. So, wir haben blaue Tränke, wir haben rote Tränke, jetzt brauchen wir noch. Ne, grüne, jetzt brauche ich noch blaue, ne? Blaue Tränke brauchen wir noch. Habe ich hier noch nicht automatisiert. Ich habe auf der anderen Seite, glaube ich, mal jetzt zur Abwechslung. Ne, mache ich nicht. Jetzt haben wir es. Guck mal. Schön. Wir können schon 29,1 Gigatür fassen. Das wird einfach stetig mehr. Wie cool ist das? Das ist toll. Das wird jetzt auch nicht nie aufhören, mehr zu werden, ne? Das ist halt das ja, Geile. Halt die Bauplänenplätze dabei, ja. Genau. Aber du kannst ja einmal hingehen und irgendwie alles voller Baupläne platzieren, was du da oben an Fläche hast. Und dann kannst du abhauen. Dann bauen die da erstmal für Stunden und Stunden. Scheiße, die. Leute, Prime ist kostenlos. Wir sind bei 3 Stunden 40 Minuten vom Sabaton. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass der aufhört. Zumindest nicht so billig. Nicht bei Factorio. Der darf nur nicht bei Factorio aufhören. Das Kupfer jetzt vielleicht nicht reicht, ne? Was ich hier umgebaut habe, ist echt bescheuert. Ich muss aber so viel Kupfer herstellen, damit wir die ganzen Förderbänder und so machen können. Oh shit. Fehler gemacht. Die können noch mehr fressen. Dumm, was ich hier mache. Wofür brauche ich überhaupt schon so viel Kupfer? Alter, Hubo, ja, danke für das Verschenken, Alter. Vielen, vielen Dank. Guck mal, wenn sogar Stompy das sagt. Wo produziere ich hier gerade meine... Wo wird hier gerade mein grüner Greifer produziert? Kann ich das hier auf der Karte suchen? Das gefällt mir das doch. Hier unten! Was ist hier denn? Roboter schlampen sich immer den Stuff hier und bauen das direkt weg. Das ist krass, das ist ja so geil. Oh mein Gott. 29,3, wir sind schon wieder gestiegen. So, jetzt kommen wir zurück zum allergrößten Ausgangsprodukt. Kupfer, Stahl,
hier richtig viel? Kupfer haben wir gerade auch übertrieben. Gönn dir! Sick! Nice. Ah, das heißt, sagen wir verschenken. ZVN 96 giftet Tier 1 Sub 2 ZX. Mann, guck mal, jetzt habe ich doch ein großes Problem, Max. DHF-Giffen 6 Gift. Ich habe eine Sache bei Dinger noch nicht verstanden, bei den Zügen. Und zwar, wenn die in so einen Deadlock reinfahren. Ich habe alles so eingestellt, dass sie sich nicht gegenseitig kaputt machen können, aber ich habe es so eingestellt, dass wenn ich Pech habe, dass die dann... Ja, wieso kann ich da nicht einsteigen? Ich hab da auf manuell gestellt. Hallo? So. Hier wieder für den verschenkten Svensson. Wie mache ich das, dass das nicht passiert? Ein Schienensignal auf die Kurve noch zwischen den zwei Tracks. Wohin? Wohin? Auf welchen? Unterm Roboport. Und da brauche ich noch Kunststoff, das wäre natürlich geil. Unter dem Roboport das links rechts? Das wäre natürlich geil. Unter dem Roboport links rechts, wo? Wenn ich viel Kunststoff übrig habe. Eigentlich müsste ich ja die Batterieproduktion. Wo muss einer hin? Obwohl, mittlerweile werden echt viele Batterien gefasst, mittig, ne? Die Kurve. Hierfür brauchen wir Batterien. Dahin. Dahin. Warte. Es bin doch wieder ich, der angegriffen wird. Mach dir doch keinen Kopf. Crazy. Mach dir doch keinen Crazy. Kopf. Es bin ich, der angegriffen wird, okay? Es bin immer ich, der angegriffen wird. So, jetzt. Das ist richtig. Kohle und Flüssiggas. Kohle und Flüssiggas. Jetzt schnell richtig Backseat Game, wenn wir schon bei Backseat Game sind. Jetzt schnell richtig rein Backseat Game, schnell. Das ist ein Schienensignal auf der Kurve zwischen den zwei Tracks. Oder ist es falsch? Jetzt auch schnell Backseat Game. Jetzt auch schnell Backseat Game. So ist richtig, jetzt gibt es keine Deadlocks mehr. Warum werden wir nicht angegriffen? Hier müsste viel mehr Umweltverschmutzung sein, aber es liegt daran, dass die ganzen Erzförder noch nicht laufen. Weil das Förderband voll ist. Ach du Scheiße, dann werde ich hier angegriffen. Aber guck mal die Defense hier an, Leute. Das ist schon ein ekelhafter kleiner Außenposten hier. Der unten ist das gleiche Problem nochmal. Hier fahren halt zum Glück nicht so viele Züge. Hier dann rein. Hier einfach. So. Jetzt ist richtig wieder hier unten auch, oder? Okay. Ich hab sie schon mal hier. Okay, gut. Das reicht erstmal. Das reicht erstmal. Genau, ja. Danke, Ligmatos. Du bist echt die beste Hilfe. Wirklich, ehrlich, ernst. Kohle und Flüssiggas. Und hier hinklatschen. Hab ich noch Granaten? Hanne Lebowski, danke für den Tier 1er. Plus 4 Minuten, Alter. Achso, wo war ich gerade stehen geblieben? Genau. Erstens, warum haben wir keinen... Achso, wir haben das nicht, weil die Züge nicht gefahren sind, ne? Jetzt ist auch schon wieder da. Sehr gut. Ist kaputt gegangen, ne? Nee, warte mal, wo? Die Fabrik ist zu groß, ich verliere den Überblick. Keine, die Masse hat noch einen Urlaub, weder ist Schluss. Nein, keine Sorge. Morgen gibt's wieder Frank Rosin, dann wird das ja hochgepusht. Ey, Freaky sollte einfach für Prime sein. Scam Train ist an, Leute. Scam Train ist an. The one and only Scamas Train.
Jetzt könnt ihr nochmal richtig reinpayen. Oh mein Gott. Bin ich ein Vollidiot. Mein Ölgame ist gar nicht so stark. Ja, mein Ölgame ist auch nicht so stark. Ich habe alles, was ich an Ölgame habe, Max, habe ich mir einfach... Glaubst du, Kunststoff stellt man her in einer Chemiefabrik oder in einer Ölraffinerie? Chemiefabrik.